Die erste Lektion, die Spieler der ersten vier Siedlerteile lernen, ist, dass vier Gebäude die Grundlage für die Wirtschaft der gesamten Siedlung bilden. Holzfäller, Sägewerk, Forsthaus und Steinmetz. Aber während Steinmetze relativ unkompliziert sind, ist nachhaltige Holzproduktion ein dreischrittiger Prozess, der deutlich mehr Arbeit erfordert. Während für Trojaner und Römer in der Regel 2 bis 3 Sägewerke genügen und die Mayas im Zweifelsfall sogar mit einem gut wegkommen, ist eine gut ausgebaute Holzproduktion für die Wikinger unerlässlich. Bei ihnen müsst ihr mit mindestens 3 Sägewerken planen, um Engpässe zu vermeiden. Und während die Mayas überschüssiges Holz über Priester sogar in Gold verwandeln können, haben die Wikinger die Möglichkeit, Köhlereien zu bauen, die aus Baumstämmen im Verhältnis 6 zu 1 Kohle erzeugen. Tendenziell nicht die beste Option, aber auf einigen Karten erforderlich. Also ist es gerade für sie wichtig, ihre Holzproduktion zu optimieren, um am Anfang einer Mission oder gar Mehrspielerpartie keine wertvolle Zeit zu verlieren. In der Community hat sich die Faustregel 2 Holzfäller, 1 Förster, 1 Sägewerk durchgesetzt und die hat sich auch bewährt, klingt aber etwas ungenau. Sollte sich zum Beispiel herausstellen, dass ein Förster 2,5 Holzfäller bedienen kann, würde man mit dieser Faustregel schon 25% Arbeitsleistung verschwenden. Nun habe ich aus meinem Video zu den Getreidefarmen ein wenig gelernt und möchte zumindest die offensichtliche Frage, wie lange ein Baum zum Wachsen benötigt, direkt klären. Vom Setzling zum ausgewachsenen Baum dauert es 265 Sekunden oder knapp 4,5 Minuten. Bäume können nicht auf Wegen oder Straßen gepflanzt werden. Bei der Beobachtung der Förster und Holzfäller fiel mir außerdem auf, dass diese es bevorzugen, in der Mitte ihres Arbeitsbereichs zu arbeiten, auch wenn sich dadurch ihre Laufwege verlängern. Da ihre Arbeitsbereiche im Vergleich zu Farmen deutlich größer sind, ist auch dies ein Faktor, der analysiert werden sollte. Allerdings werde ich dies separat tun, wenn wir zumindest ein annähernd ideales Verhältnis zwischen Förster und Holzfällern herausgefunden haben. Der Arbeitsbereich von Holzfällern ist außerdem etwas größer als der von Förstern. Die genauen Arbeitszyklen variieren sowohl bei Holzfällern als auch bei Förstern, da die Laufwege nicht immer gleich sind. Alle Förster machen aber zwischen 2 Zyklen 7 Sekunden Pause, Holzfäller 12 Sekunden. Holzfäller benötigen außerdem etwa 12 bis 14 Sekunden, um einen Baum zu fällen und mit dem Abtransport zu beginnen, wobei die Trojaner die langsamsten sind. Ohne die Laufwege beider Gebäude einzubeziehen, kann ein Förster je nach Volk zwischen 2,67 und 2,89 Arbeitszyklen pro Holzfällerzyklus durchführen. Dies würde darauf hindeuten, dass die Faustregel schon hier etwas Arbeitszeit verschwendet. Da die variablen Laufwege eine genaue Berechnung der Arbeitsleistung dieser beiden Gebäude aber unmöglich machen, gehen wir direkt zu den Messungen. Bei allen Zeitmessungen läuft die Zeit so lange, bis das jeweilige Lager komplett gefüllt ist. Außerdem ziehen wir von allen Zeiten 4,5 Minuten ab, um zu kompensieren, dass es so lange dauern wird, bis die Holzfäller mit der Arbeit beginnen können. Der erste Test beginnt mit einem Holzfäller und einem Förster. Theoretisch sollte uns das zeigen, wie effektiv der Holzfäller ist, wenn er immer Bäume in seinem Arbeitsbereich hat. Hier kommen wir auf einen durchschnittlichen Output von 1,09 Bäumen pro Minute. Danach fiel meine Testreihe jedoch auseinander und nach einigen Tweaks und mehreren erneuten Versuchen, die bei potenziell 15 Situationen und je 3 Durchläufen ziemlich nervig durchzuführen waren, kam ich zu dem Schluss, dass die Förster so, wie ich sie normalerweise platziere, nicht in der Lage sind, 2 Holzfäller ausreichend zu versorgen. Also müssen wir zunächst die Frage nach dem Arbeitsbereich klären. Normalerweise platziere ich Förster und Holzfäller am Rand eines Waldes und die Arbeitsbereiche in dessen Mitte, aber da beide in der Mitte ihres Arbeitsbereiches mit der Arbeit beginnen, geht hierdurch viel Zeit verloren. Wenn wir es jedoch schaffen würden, dass die Holzfäller im Durchschnitt nur 18 Sekunden Laufweg pro Arbeitszyklus haben, würde ein Zyklus 45 Sekunden dauern, womit ich eine Produktivität von 1,33 für möglich hielt. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Förster ebenfalls nicht zu lange Laufwege haben. Beginnen wir die Testreihe also nochmal, dieses Mal mit Standardarbeitsbereichen und entsprechend platzierten Gebäuden. Der erste Holzfäller kommt tatsächlich auf 1,27 Holz pro Minute. Die Ergebnisse weisen außerdem kaum Varianz auf, was vielversprechend klingt. Der zweite Holzfäller drückt diesen Wert auf 1,13 Holz pro Minute und Holzfäller. Der dritte Holzfäller füllt das Lager zwar immer noch ein wenig schneller, drückt aber unseren Durchschnitt runter auf 0,82. Im kleinen Maßstab scheint das Verhältnis 2 zu 1 also zu stimmen. Nach den weiteren Tests kristallisierte sich jedoch auch heraus, dass sich nicht zu viele Förster und Holzfäller einen Arbeitsbereich teilen sollten. Effiziente Holzproduktion wird also mehr Platz benötigen. Ich werde gleich einige potenzielle Layouts testen, aber komme vorher kurz zur Verarbeitung unserer gefällten Bäume. Eine Fehlerquelle, die ich gleich ausschließen wollte, waren etwaige Unterschiede in den Arbeitszeiten der Sägewerke. Im Gegensatz zu den Holzfällern ging ich hier direkt davon aus, da alle vier Sägewerke etwas unterschiedlich aufgebaut sind und sich deshalb auch die Arbeitsanimation leicht unterscheidet. Wie sich herausstellt, gibt es tatsächlich kleine Unterschiede in den Produktionszyklen der vier verschiedenen Sägewerke. Die Mayas sind mit einem Zyklus von ca. 18 Sekunden, bestehend aus 14 Sekunden Animation und 4 Sekunden Pause, am schnellsten. Danach folgen die Römer mit 19 Sekunden, da ihre Animation etwa eine Sekunde länger ist. Die Wikinger und Trojaner kommen beide auf 20 Sekunden. Die Wikinger haben eine Animation von 17 Sekunden, dafür machen ihre Sägewerke nur 3 Sekunden Pause. Die Animation der Trojaner ist nur 15 Sekunden lang, hat aber eine Pause von 5 Sekunden.
Fragt mich nicht, wieso ausgerechnet die Mayas die effizientesten Sägewerke bekommen mussten oder wieso man nicht die bereits unterschiedlich langen Pausen dazu genutzt hat, um die Unterschiede in den Animationen auszugleichen. Es ist zunächst ein kleiner Unterschied, aber 10% können sich im Laufe des Spiels schon summieren. Falls es Absicht war, war es vielleicht ein Versuch, dafür zu sorgen, dass die Mayas auch mit einem Sägewerk gut zurechtkommen. Für unsere Rechnungen gehen wir von den langsamsten Ergebnissen aus. Theoretisch sollte das heißen, dass jedes Sägewerk bis zu 3 Bretter pro Minute produzieren kann. Und dies ließ sich auch belegen, wenn auch mit minimalen Abweichungen. Im Vergleich dazu hat siedlercommunity.de die Effizienz der Sägewerke pauschal auf 2,4 Bretter pro Minute geschätzt. Wenn wir bei einem Wikinger von 4 Sägewerken ausgehen, bräuchten wir also 12 Holz pro Minute, um sie optimal zu versorgen. Ich testete also verschiedene Layouts und für genauere Ergebnisse stoppte ich jetzt die Zeit bis zur Füllung von 2 Lagern. Der erste Versuch, eine Plusform aus 4 Förstern und 8 Holzfällen um einen kleinen Turm, kommt so auf immerhin 7,88 Holz pro Minute. Das gleiche als X angeordnet kommt zum selben Ergebnis. Da wir offensichtlich mehr Werkstätten brauchen werden, versuche ich den Bereich nun zu sechsteln. Damit kommen wir auf 10 Holz pro Minute. Das ändert sich auch nicht, nachdem ich den Turm durch eine Burg austausche, um den Holzfällern und Förstern etwas mehr Raum zu geben. Letztendlich ist keines dieser Layouts effizient, was die Produktion pro Holzfäller angeht. Zugegebenermaßen war ich sehr unzufrieden mit diesen Ergebnissen und war mir nicht sicher, ob ich dieses Video überhaupt fertig machen soll. Doch dann kam mir noch eine letzte Idee, eine Linie aus abwechselnden Holzfällern und Förstern, die je nach Bedarf und Kartenbeschaffenheit erweitert werden kann. Diese erwies sich mit deutlichem Abstand als effizientestes Layout und produzierte knappe 1,2 Holz pro Minute und Holzfäller. Zwar gab es auch hier später Einbußen, diese führe ich aber eher auf die längeren Laufwege zurück. Auf diese Weise sollten 10 Holzfäller für 4 Sägewerke reichen. Die notwendigen Türme könnt ihr oberhalb der Förster und Holzfäller bauen, da dieser Bereich nicht wirklich genutzt wird. Wenn ihr eure Reime mit Türmen unterbrecht, sollte aber auch kein spürbarer Nachteil entstehen. Natürlich haben wir dadurch auch mehr Förster als sonst und ich kann euch nicht vorschreiben, ob es das wert ist. Andererseits kosten Förster selbst bei den Wikingern nur 2 Bretter und sie brauchen keine Werkzeuge, während ihr nicht unbegrenzt viele Äxte haben werdet und meistens auch eine davon für euren Metzger einplanen müsst. Aber hoffentlich helfen diese Werte einigen von euch weiter. Ich bin jedenfalls froh, wenn ich in naher Zukunft keinem Baum mehr beim Wachsen zusehen muss.